Okidoki. So. Wir sind wieder dabei mit ein bisschen Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Beim letzten Mal haben wir aufgehört. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Was Sinn haben wir getötet? War das letztes Mal? Irgendwie so, ne? Ja, doch, sieht gut aus. Hier noch das Strafkolonie-Cosplay. Genau. Okay, dann war das wohl wahrscheinlich. Ach ja, genau doch. Ich habe mich beim letzten Mal verkackt. Aber dann doch Erfolg gehabt und dann wieder verkackt. Und dann haben wir vergessen gehabt, dass das Tor zum Schmied da unten doch für uns zu öffnen war. Allerdings hatten wir dann kein Do-Ember für den, weil wir ja nur von der einen Seite rausgekommen sind, weil wir noch gar nicht im Forest of Fallen Giants waren. Genau, so ungefähr war das. So ungefähr war das. Okay. Gut, so. Wir haben jetzt ja noch ein paar Optionen. Mal sehen. Einfach mal den da ein bisschen droppen, sind ja immer nice, ne? So, wir haben jetzt natürlich ein paar Optionen. Genau, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht von Sachen, die wir jetzt eventuell machen in dem Part hier. Auf der Liste steht Black Gulch, Fragezeichen. Da wollte ich mal eben gucken gehen, ob wir jetzt vielleicht Mira sei schon, Lucatiel da finden. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo ihr Summon ist. Deswegen, das gucken wir jetzt zuerst. Wenn wir sie nicht hier finden, dann habe ich noch zwei andere Sachen aufgeschrieben. Einmal den, einmal die Gargoyles, ja. Denn die könnten wir natürlich machen. Oder alternativ endlich mal den A Forest of a Fallen Giants. Ja, den schieben wir ja jetzt schon irgendwie seit, ja, das ist jetzt der fünfte Part, glaube ich. Seit vier Parts vor uns rum. Okay, also hier oben sehe ich nichts. Ich könnte schwören, die hätte irgendwie auch hier gestanden und mit einem geredet. Aber vielleicht vertue ich mich da. Wenn die hier nicht ist, gucken wir mal eben am anderen Ende und gehen kurz den Black Gulch durch. Wenn wir sie nicht finden, dann hauen wir ab und machen eine der anderen beiden Sachen. Also entweder den Luna Belfry oder endlich den Forest. Genau. Also, dann wollen wir doch mal. Dann wollen wir doch mal. Aber bevor wir das machen, machen wir noch eben kurz was anderes. Wir attunen uns noch ein bisschen anders. Poison kann erstmal kurz weg. Stattdessen nehmen wir ein bisschen mehr Feuer mit. Great Fireball haben wir noch einmal. Ich habe keinen, wo man den herkriegt. Bei den nochmal zu haben wäre eigentlich nicht so schlecht, ne? Naja, ist ja auch egal. So. Wir wollen. Was ist das denn hier? Spells multiple dark flames. Aha. Mal gucken, wie der aussieht. Dann. Was ist das hier? Dance of a Fire. Casts flame in a sweeping motion across the target area. Guck mal eben kurz, wie die beiden aussehen. Einfach nur so. Okay. Und der hier? Machen wir vielleicht mal irgendwo, wo es nicht so eingeklemmt ist hier. Mal hier gucken. Ja,
Der sieht eher ein bisschen nutzlos aus. Ups. Aber egal, so. Das war der Pipil-Feuerball, ne? Ja, genau. Combustion. Das ist ja auch lustig, ne? Hier ist Combustion halt noch so ein Spell und in Dark Souls 3 ist Combustion ja quasi Base, also nicht nur quasi, es ist Baseline für deine wie heißt das Scheiß-Item? Pyromancy Flame. Ja, das ist das ja Combustion Baseline. Als Left Trigger, beziehungsweise Right Trigger. Ja, na gut. Also. Giant Pillars of Flame. Pillars of Flame. Giant Pillars klingt ja eigentlich cooler, ne? Wir machen mal das. Wir machen mal das. Und dann nochmal hier so ein. Ja, ich meine, der wird bestimmt. Machen wir mal Fire Orb. So. Ich meine, mich erinnern zu können. Scheiße. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Scheiß. Fucking Black Gulch. Piece of shit. Poison P-Shooters. Fand ich jetzt doof. Wir müssen auch mal hier eine Effigy poppen. Weil wir gucken wollen, ob wir Lucatiel sammeln können. Also machen wir das mal eben. So, wo können wir sicher stehen? Ja, so. Die hier finde ich gerade doof, die stören mich. Deswegen müssen die weg. Ach ja, das Ding hatte ich ganz vergessen. Das wäre ja hier so ein Gegner. Stimmt ja. Du musst auch mal eben weg. Du nährst mich gewaltig. Scheiße. Hä? Aha. Okay. Das hat jetzt getroffen, das andere nicht. Ich habe keine Ahnung wieso, frag mich nicht. So, die hier nerven natürlich auch. Ah. Ist das das hier? Ja. So. Ich nämlich vor hatte, war der hier? Das habe ich mir anders vorgestellt. Zugegebenermaßen. Ah, ah. Wow, der ging ab hier. Ich weiß halt wirklich nicht, in welcher Besprechung hier Leute da bei FromSoft rumsaßen und irgendwie dachten, dass dieses Level-Design hier gut ist. Ich weiß es nicht. Für mich, ich weiß, viele Leute mögen den Shrine of Mana auch nicht. Ich habe mit dem eher weniger Probleme persönlich. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass ich halt da nicht nur Melee benutze, sondern halt alles quasi, was mir zur Verfügung steht. Ja, komm. Und wenn das einzig Positive halt irgendwie, was ich über dieses Gebiet sagen kann, ist, dass es kurz ist, dann muss ich hinzufügen, dass es ein Scheißgebiet ist. Scheiße. Sind wir hier geboned? Ah. Dann hat es irgendwie nicht so richtig interessiert, dass wir den voll auf den Kopf haut haben. Gehauen.
Ja, also um 2 Uhr nachts ist Sprache auch nicht mehr ganz so einfach. Halleluja, Halleluja. Das werde ich ungefähr singen, wenn wir hiermit fertig sind. Oh, okay, so. Die schießen nicht? Okay. Was ist hier drin? Okay. So, aber haben wir festgestellt, bis jetzt haben wir ich will hier nicht sein. Bis jetzt haben wir Lukas hier noch nicht gefunden. Das hier war, glaube ich, der Schmiddi. Das hier war der Schmiddi. Den nehmen wir mal mit auf der Suche nach Lukas hier. Könnte die das vielleicht sein oder ist das der Bashful Ray? Das ist einer von beiden, ne? Ich weiß es. Scheiße. Okay, das hat uns nicht getroffen. Okay, also das hier ist entweder Lucatiel oder Bashful Ray. Ich glaube Bashful Ray, ja, müsste der sein, weil die Ausschrift ist ja auch hier, glaube ich, nur so ein kleiner Soapstone. Und Schmidt hatte ja auch einen großen, ne? Glaube ich. Und der Bashful Ray ist ja auch relativ schnell auch wieder weg gewesen beim letzten Mal. So, dann holen wir den mal eben. Und dann gucken wir, ob hier vielleicht noch irgendwas zu finden ist. Danke. Vielen Dank. Wobei, wenn wir hier sind, eine Sache könnten wir vielleicht noch machen, selbst wenn wir Lukas hier nicht finden. Da unten waren ja diese paar Giants, ne? Da könnten wir vielleicht gleich den Weg nach unten suchen. Das ist jetzt doof. Ja, genau, da könnten wir gleich vielleicht den Weg nach unten antreten. Wir holen mal alle draus, was hier noch ist. Da können die sich darum kümmern. Und ich guck mal, da war nur das Item, glaube ich. Ja, genau, das haben wir schon. Wer ist denn hier? Die beiden sind hier. Die drei sind hier. Mal den hier. Überhaupt nichts gesehen. Aber ich glaube, es hat. Entweder haben die beiden gerade sehr gute Arbeit geleistet oder unser Fire Tempest hat Schaden gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch beides gewesen. Danke. Danke für das ganze Feuer hier. Ja, nee, also. Dann denke ich doch einfach mal. Lukas hier ist ja noch nicht. Was summa summarum heißt, ich müsste nochmal nachgucken, wo man hier runter droppen muss. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das war. Es war. Vielleicht mache ich auch gleich irgendwie ein Bildschirm ein bisschen heller stellen. Hier sieht es aus, als könnte man da runter droppen, ne? Hier so. Hier so. Ja, sieht doch gut aus. Das hier ist Dingens. Das sieht aus, als wäre da was. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mal. Hilft das vielleicht, wenn wir eine Fackel anmachen?
Okay, und da sehe ich jetzt nichts. Müsste also hier sein, ja, genau. Ich hoffe, das, was auch immer das ist, oder wer auch immer das ist, steht nicht auf. Okay. Ja, genau, hier sind wir richtig auf jeden Fall. Hier sind wir richtig. So. Wir werden hier gleich ein paar Freunde haben, die wir mehr oder weniger cheesen werden. Wir haben, glaube ich, irgendwie so einen Witch Ring, oder? Der uns hier Feuerschaden erhöht. Glaube ich zumindest. Zählt das auch zu Pyromancies? Kann auch sein, dass ich gerade ein paar Spiele verwechsel. Naja, ansonsten sehe ich jetzt hier keinen irgendwie Witch Ring oder so sehen. Vielleicht verwechsel ich das in einem anderen Spiel. Mal sehen. Increases Fire Attack, ne? Was sagt denn gerade unser Status? Unser Status sagt, beziehungsweise vielleicht Play einfach? Nein. Mal sehen. Hier, das sagt 250. Was mache ich denn hier? Ich will den scheiß Ring wechseln. Genau. Das sagt 250. Was sagt das jetzt? Nichts anderes, ne? Ja. 250 plus 226. Okay. Und ohne? Akku ist doch schon ja, 30, ne? Ja, nehmen wir mal mit. Na gut, aber genau da kommen jetzt gleich ein paar Dudes, die sehr groß sind und uns verprügeln wollen. Einem Raum, der sehr dunkel ist. Genau, da sieht man die Faust, ne? Boah, ist das dunkel, ey. Oh, ich glaube mal. Ich weiß nicht, ob man auf dem Recording irgendwas sehen wird. Okay, ich glaube, das ist der Rest. Der ist der Rest von dem Typen. Da ist einer, da ist der zweite, ne? Glaube ich. Oder ist das. Ne, leider, das sind zwei. Oh. So, aber das Ding ist halt, die kommen hier nicht ganz durch, weil die halt so fett sind. Hoffe ich zumindest. Wie haben wir das denn nicht getroffen? Oh shit. Der ist zerpisst. Okay, das macht irgendwie weniger Damage, als ich mir es erhofft hatte. Versuchen wir ihn zu vergiften. Oh Aua. Kommt er noch mal zurück? Wir haben auch richtig viel HP, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll, aber keine Ahnung, wie sich das ausgedacht hat. Diesen Ort hier. So in kompletter Dunkelheit hier, so mit diesen Fettsäcken.
Ich habe auch keine Ahnung, gegen was die irgendwie schwach sind, so resistenzenmäßig. Vielleicht bringt ja irgendwie hier so ein Lightning Arrow mehr. Ah, ein bisschen, oder? Ah, ja gut. Ich kann ihn hier aber. Oh, der ist gar nichts. Alles klar. Der holt nochmal aus. Nee. Ich kann auch ehrlich gesagt schwer einschätzen, wie die hier kämpfen, weil ich nicht weiß genau, wann die leashen und wann nicht. Das kommt eben ein bisschen random vor. So ein bisschen willkürlich. Ach, hier sind noch zwei weitere. Gar keinen Bock. Aber ich glaube, für irgendwas waren die halt wichtig. Ist nur beim besten Willen nicht mehr für was. Deswegen gucken wir mal. Ich kann den halt auch echt erst anvisieren, wenn er quasi direkt vor mir steht. Magie scheint den jetzt weniger zu interessieren. Ja. Aber wir machen uns mal trotzdem weiter. Wenn wir jetzt schon mal angefangen haben, das so langsam zu machen, dann, ne, Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen. Das sind noch. Alter, willst du mich verarschen? Da sind noch zwei. Kann ja wohl nicht deren Ernst sein hier. So, wir gucken mal, was mehr Damage macht. Feuer oder Lightning. Okay. Okay, tun sich nicht sonderlich viel, ne? Ich sag mal, die 11 waren das, glaube ich. Damage sind jetzt überschaubar. Ja, na gut, dann müssen wir es halt so machen. Das ist ja auch komisch. Okay, ich kann nicht durch seine Beine rollen. Ne, bin ich hier gerade auch so ein bisschen stuck. Alter, ey, das geht ja mal gar nicht klar hier. Ich sehe nichts. Das macht nichts Sinn. Und das hat weniger Damage gemacht, als ich mir erhofft hatte. Aber bei weitem. Aber ich glaube, jetzt sollte nur noch einer sein. Denn die Qual hat bald ein Ende. Die selbst auferlegte Qual, wie ich anmerken möchte. Aber trotzdem. So, wo ist der? Da ist er. Ali, hallo, Hallöchen. Warum, Alter? Kann ich den auch bitte mal treffen? Was macht er jetzt? Ah, danke. Was für eine Shitshow. Ah. Für mich ja auch irgendwie schon so ein bisschen mies.
Forgotten Key. Ich habe keine Ahnung, wofür man den braucht. Ich fühle mich ja auch irgendwie schon so ein bisschen mies, die Giants hier umzubringen. Komme ich nicht raus. Also lore-mäßig wurden die ja eigentlich richtig hardcore verarscht. Und im Prinzip haben die ja nichts von dem, was mit denen hier passiert ist, verdient. Okay. Ja gut. Was passiert denn gerade mit dem Schmidt? Was geht mit dem gerade ab? Okay, was haben wir bekommen? Wir haben irgend so einen Schlüssel bekommen. Kiefer und eine Götter. Ich weiß nicht, wofür der da ist. Das werde ich gleich vielleicht mal googeln. Und halt einen Petrified Dragonbone, ne? Glaube ich. Irgendwie so. Ne, der war aus der Kiste gerade scheiße. Dann weiß ich nicht. Vielleicht eben eine Seele oder so. Wie komme ich denn hier raus? Ah ja, hier war das. Aber war ja auch gefährlich, ne? Kannst du auch. Kannst einfach mal sterben. Da ist ein Item drin, ne? Keine Ahnung, woran oder warum der jetzt gestorben ist. Aber gut. Vielleicht hat er sich vergiften lassen oder so. Okay, wo kommen wir hier raus? Aha. Na gut, hat halt nur halbwegs funktioniert, was wir hier vorhatten. Das hat auch irgendwie ewig gedauert. Na gut. Ja, also. Entweder die Gargoyles oder den Forest of the Fallen Giants. Ich überlege mir das kurz, während ich google, wofür dieser Forgotten Key ist. Forest of the Fallen Giants hätte natürlich den Vorteil, dass wir endlich mal irgendwie so einen Blacksmith kommen, ne? Das wäre ja auch ganz schön, wenn ich mal Sachen upgraden zu dürfen. Wäre praktisch, wäre praktisch. Den Gargoyles hätten den Vorteil, dass... Haben die einen Vorteil? Ich meine, die sind ja auch nur optional, ne? Die sind ja auch eigentlich nur optional. Aber die hätten den Vorteil, dass wir die halt gemacht haben. Und dass wir dann noch eine Sache in der Lost Steel quasi abgehakt haben. Ja. Ja. Kommt man noch mal zum Dingens hin. Obwohl, eigentlich wäre es ja... Ah, na, wir machen den Forest. Aber den Forest kommen wir sowieso noch mal zu Lost Bastille. Dann können wir das da einfach mitmachen. Okay, machen wir das so. Außerdem weiß ich gerade ad hoc nicht mehr, wie man genau zu den Gargoyles hinkommt. Na gut. Also, machen wir jetzt endlich da weiter, wo man normalerweise anfängt. Vielleicht mit anderen Spells. Vielleicht nehmen wir hier die beiden raus. Und stattdessen hier so ein bisschen den sparen. Na, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Was ist lustig? Bastion? Nee. Ja, der sieht doch lustig aus. Ich habe keine Ahnung. Der ist bestimmt auch nicht gut. Weil der irgendwie viele kleine Attacken macht.
Looten, das haben wir schon festgestellt, ist in Dark Souls 2 keine gute Idee. Aufgrund der Art, wie Schaden und Rüstung bzw. Resistenz. Oh my fucking, what the fuck? Weißt du, das eine Mal, wo ich. What? Ich könnte auch nach einem spucken. What the fuck? Das eine Mal, wo ich hier nicht prüfe, ob das irgendwie eine Mimik ist, und dann ist das eine. Musste eigentlich passieren, ne? Ach, musste eigentlich passieren. Au. Aber das ist ja, glaube ich, auch dann nur im New Game Plus einer, oder? Rusted Coin. Ja, klasse. Eieieiei. Na gut. Kann man jetzt auch nichts machen. Okay. War sonst, glaube ich, nichts. Das da ist hier immer wieder zu. Hier muss man immer schön warten. Wir können uns was Neues anziehen, ne? Hier die Rostzinner-Sachen haben wir jetzt lang genug an, ne? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir gehen in den Wald, ne? Was ist denn schöne Waldbekleidung? Die hatten wir ja schon, ne? Wie wär's denn? Wie sieht das denn aus? Ah, ein bisschen langweilig. Wie wär's denn? Ich meine, das wird ja thematisch passen, da gibt's ja genug davon, ne? Meine zweite Banditenkleidung? Nicht, noch nicht. Können wir ja mal machen. So. Gibt es hier vielleicht irgendwelche Überraschungen für uns? Nein, noch weitere Überraschungen. Ich meine, die Mimik hat mich ja gerade schon quasi jumpscared. Ja. Okay, immer kritisch, ne? Immer kritisch zu betrachten. Oh Gott, bitte nicht noch einer. Ich habe mich da schon eigentlich tot gesehen, ne? Dass sie sich als Mimik erpuppt hat, hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir das Apapa, das Eti-Eti hier überleben. Wenn ich dir doch so in Erinnerung habe, dass die relativ viel Damage raushauen. Ne? Ich meine, wir sind ja auch fast One-Shot worden, ne? Aber halt nur fast. Okay. Ja, da haben wir so ein Hippo. Ich glaube, die heißen irgendwie Ogre, aber für mich sind halt Hippos. Ist der chill? Der ist chill. Der macht gerade nichts, ne? Wow. Okay. Warte mal, wenn wir gerade hier sind, ne? Der mich nicht töten will. Machen wir mal nochmal hier den Covetous Gold Serpent Rank plus 1. Vielleicht droppen sie ja irgendwie irgendwann was Lustiges. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, vor allem hier nicht, ne? Aber. Ich meine, kein Drop ist schlimm, ne? Ich meine, wir haben ja ländliches Inventar. Also eine Banditenrüstung ist auch ganz lustig. Da fühlt man sich wieder direkt wie im neuen Lager, ne? Throwing Knife? Ja.
Also diese Hippos sind ja quasi irgendwie schon meine Nemesis, ne? Ich überlege, ob ich den versuchen soll. Meistens werde ich halt irgendwie gefressen von denen. Das finde ich dann immer traurig. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den bald versuchen soll. Oder halt nicht. Ich würde wirklich sehr traurig. Hey, ich werde nämlich wirklich immer sehr traurig, wenn die mich fressen. So, den Kopf abgebissen zu kriegen, ist halt irgendwie uncool. Und ich glaube, droppen tun die Hippos auch nichts Besonderes. Und daher ist das jetzt auch nicht irgendwie so richtig. Aber wir gucken uns den mal an. Ne? Ich meine, wir haben ja auch gerade 5 Human Effigies bekommen. Ist ja alles kein Problem. Im Zweifelsfall castet den halt tot. Hehe. Apropos, wie viel Damage. Genau, ich wollte mal hier das ausprobieren. So. Komm mal her. Wir probieren mal aus. Ist das denn gut? Oh, ich habe den Zauber verwechselt. Never mind, alles okay. Ich habe den Zauber verwechselt. Das ist der Explodierzauber, wenn jemand reinkommt, ne? Ja, ist er. Ist er. Oh oh. Oh oh. Ich hätte gedacht, der macht seinen Grab. Den da, genau. Oh oh. Hui. Ja, hat nichts gedroppt. Okay. Okay, Lingering Flame war das Ding. Okay. Nun weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es den Spell, den ich dachte, überhaupt in dem Spiel gibt. Naja. Wer weiß, wer weiß. So. Das ist ja hier so, also, so eine berüchtigte Stelle in dem Spiel, ne? Ist ja so quasi die erste richtig harte Gank, die man hier abkriegt. Und ich meine, wenn wir jetzt im New Game Plus sind, haben sie sich ja bestimmt irgendwas für uns ausgedacht, ne? Irgendwas so, vielleicht so ein Phantom oder so. Vielleicht? Vielleicht so ein Phantom? Da kommt ja der Typ gleich, ne? Ja, genau. Soweit, so gut. Okay, der interessiert es halt einfach gar nicht. War da nicht ein Hide Knight? Oder war das nur in Dark Souls 2 Original? Vanilla, Classic, wie auch immer man es nennen will. Weiß nicht. Den Sprung hier. Wollen wir gucken, was es da zu looten gibt? Ja, lass mal gucken. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's ja erst vor irgendwie einer Woche oder so gesehen. Vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Woche, keine Ahnung. Hier so? Vielleicht? Ich bin zu früh gesprungen, hundertprozentig. Toll. Gibt mir auch nichts, ne? Ah, auf diesem Vorsprung gelandet. Ja, versuchen wir es nochmal.
Wir geben dem Sprung mal drei Chancen. Jetzt auch nicht irgendwie so viel Zeit hier verplempern. Wir haben ja schon mit den Riesen richtig viel Zeit verschwendet. Aha, ja, da sind wir einfach in der Mitte gesprungen. Da hätten wir eher rechts oder links sprungen sollen, ne? Auf einen der Vorsprünge landen. Na, versuchen wir es noch einmal. Wenn das nicht funktioniert, dann ist mir das Item auch egal. Es ist wahrscheinlich eh irgendwie nur so ein Scheiß, den eh keiner so braucht. Versuchen wir nochmal da drauf? Oder da drauf eher? Wow! Wo zum Teufel kommt der denn jetzt her? Und kommen da noch mehr? Nee? Ah, fuck! Bin ich irgendwie anders gelaufen als sonst, dass das Ding gebrüllt hat? Oder kam der von unten vielleicht sogar mit? Ja, 10 Furry Knives, nice. So, habe ich mir eben schon gedacht. Ah, warte, wenn wir hier sowieso gerade sind. Wie viel restort der wohl? Wahrscheinlich nicht sonderlich viel, ne? So, wir gucken einfach mal. Ah, die Bar füllt sich so ein bisschen, ne? Kleinvieh macht ihr bekanntlich auch Mist. Lassen wir den mal an. So. Hier kommt der erste. Und noch jemand? Ja, ja. Wir pullen mal eben alles. Der hier auch, ja, ja. Der auch. Ach, das war weniger effektiv, als ich mir vorgestellt hatte. Lass mir mal ein bisschen Zeit. Scheiße. Das habe ich mir cooler vorgestellt. Dann müssen wir es doch halt auf die altmodische Art machen. Man kann wohl nicht alles haben. Ich hätte mir die Lingering Flame Explosion irgendwie cooler vorgestellt hier. War hier nicht mal ein Hide Knight? Nicht voll bescheuert? Sieht mir irgendwie verdächtig aus. Ist sie aber wohl offensichtlich nicht. Oder gibt es hier noch eine zweite, die ich anzünden kann? Nee? Bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon. Na gut. So, hier ist unser erster Freund. Der hat keine Lust auf uns zu reagieren. So absolut gar nicht. Auch nicht, wenn wir hier ein bisschen rumdödeln. Irgendwie hatte ich ja in Dark Souls 3 coolere Emotes. Ahnung. Er hat keinen Bock auf uns.
Dann halt nicht. Ist nicht mein Problem. Und der hier? Ganz leise. Oh, what the fuck? Der ist einfach mal umgedreht. Hey, what the fuck? So ein Fiesling. Ah, ja. So, hier oben ist ja auch wieder ein bisschen Action, ne? Gucken wir mal. Oh, der hat ja voll in die Dings geschossen. Den Headshotten wir auch mal. Sein Kollege ist zwar gerade gestorben, aber der hat keine Lust. Oh. Oh, es ist auch runtergefallen. Ja, okay. Hallo. Au. Wir gehen uns langsam die normalen Pfeile aus. Ich meine nicht, dass das wirklich schlimm wäre, aber es ist halt eine Feststellung. Na gut. Okay, also bis jetzt war ja der Forest of the Fallen Giants noch nicht sonderlich anders, als wir den aus dem normalen Game kennen. Ich hoffe irgendwie, dass da noch was kommt. Das sind vielleicht so ein bisschen interessanter gestaltet. Na gut. Und jetzt mal so ein Bonfire. Hallo. Ja, ich glaube, hier wurde ich zum ersten Mal invaded. Irgendwie so. Hier so. Oder da oben, glaube ich. Wir setzen uns mal kurz daran. Dann drücke ich mal kurz auf Pause. So, und dann drücke ich mal Pause wieder weg. Ja. Okay. Das ist ja lustig. Okay. Ja, mehr oder weniger. Warum wohl? Genau, deswegen. Ah. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you know what they all say, Sam? Don't believe what an old hag says. Ist ja witzig. Okay, das ist ihre Cue, nach Majula zu gehen, denke ich. Traveling Map, was bringt das? Bringt das irgendwas? Race Item Discovery? Ja, kommen wir doch mal. Ich meine, wenn wir das Set nicht haben, ne? Held 0. Nehmen wir.
Okay. So, was haben wir denn hier? Genau, wir haben hier einen Lockstone, den nehmen wir mal mit. Das da und das da, sowie das da. Wir machen hier mal kompletten Ausverkauf. Also richtig. Was ist das? Brightbark? Ja, pff. Ich bin viel zu voll, um solche Items zu benutzen, ne? Sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Deswegen spare ich mir das. Auch wenn es natürlich bestimmt ein gutes Item ist. Ich meine, ne, also klingt ja nicht schlecht, ne? Mach mehr Schaden, kriegt weniger. Ja, warum nicht, ne? Aber das Ding ist halt absolut zu faul. Und deswegen wird das nichts. So, hier haben wir so eine sehr marode Tür. Ich würde schon sagen, die wird doch wohl kaputt gehen, wenn wir mit so einem Schwert draufhauen. Irgendjemand gebullt? Irgendjemand Agro gegangen? Nee. Okay. Aber hier wird ja wohl jemand drin sein. Hey, keine Sau hier in dem Raum? Ah, fuck. Mimik? Nein. Falle wo? Nein, okay. Mir ist irgendwie schon so ein bisschen schockiert, dass hier absolut kein Gegner drin ist. Eine Invisible Wall vielleicht? Mm-mm, auch nicht. Na gut. Da ist einer. Alle? Nee. Okidoki. Kriegen wir den Sprung hin? Bestimmt, ne? So. Bonk. Divine Blessing ist ja auch schön. So. Nee. Okay, wir versuchen mal was. Ich meine, dahinter ist ja... Spoiler, aber ey, wer kennt's nicht? Hier hinter ist ja was. Und wir gucken mal, ob man das mit AOE treffen kann. Sieht hier nicht so aus, ne? Nee. Vielleicht mit was anderem? Was haben wir denn noch hier so? Fire Snake. Auch nicht. Ja gut, keine Ahnung. Geht bestimmt irgendwie. Man kann sich bestimmt da irgendwie durchglitschen oder so. Es gibt da bestimmt irgendwie was, was man hiermit machen kann. Aber ich weiß nicht wie. Deswegen machen wir weiter. So, gehen wir hier runter. Gibt's ja ein paar Items, ne? Aber irgendwie... irgendwie hab ich den vergessen.
Gehen wir hier erst lang oder da unten? Immer hier unten lang. So, da unten sind die netten Salamanderviecher. Sehr nett. Wenn mich nicht alles täuscht, haben die irgendwie was Cooles, dass die droppen können. Ich mich erinnern kann, dass ich mal versucht habe, die zu farmen, weil es mir zu lange gedauert hat und ich keinen Bock mehr gehabt hatte. Vielleicht irgendwie ein Spell oder so? Ich weiß nicht mehr. Lassen. Yep. Habe ich mir schon fast gedacht. Soul of the Lost Undead. Die ist auch zu. Denke ich mal. Ja. Ach komm. Danke sehr. Die ist auch zu? Yep, alle zu. Ah, ja, okay. Archer Nightmare und so. Mal sehen. Vielleicht Netshot? Ja. Kein Headshot, aber wir nehmen es mal so hin. Trifft er uns? Ja. Wow. Hä? Wo zum Teufel bist du denn jetzt hergekommen? Hinten ist einer. Aua. Kennt ihr eigentlich Homing Arrows? Okay. Boah, hier ist ja immer gefährlich, ne? Hier bin ich ja schon mehr als nur einmal ins Wasser gefallen, aus Versehen. Genau, wir wollen. Wollen wir erst da lang? Bitte was? Von da unten? Was? Von wo denn? Von da unten irgendwo? Dahinter? Ach, du warst das, du Arschloch. Ja, komm. Ist ein Geschenk verdient, ne? Ach, ja, ich glaub's ja nicht, ey. Schießt mich da einfach so ein Bob von unten an. Ach, na gut, wir gucken einfach mal. Ich will nicht runterfallen. So, wie viele Gegner sind hier noch da? Aha, aha, aha. Fuck, was war das denn? Warum hat der denn da hingeschossen? Warum ist der jetzt so nach oben geflogen? Warum schießt der jetzt dahin? Ich frage mal Fragen. Eieieiei. Ist es denn schon so spät? Ja, ist es. Da hinten ist noch einer. Trifft der von da hinten überhaupt? Wow.
Also er halt nicht, aber wir schon. Ich hoffe, wir treffen eben nicht aus Versehen den NPC, der da steht. Das wäre ein bisschen traurig. So, wenn wir uns noch jemand anschießen, dann hat er jetzt die Chance dazu, um sich zu zeigen. Der da? Und wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den mit. Jo, machen wir. Okay, wo geht's lang? Ich will dahin. Dahin will ich. Wie komme ich dahin? Springen, ne? Ja, springen. Will ich vorher noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Sehe ich irgendwas? Nee. Nichts Interessantes. Na gut. Dann springen wir mal. Geben wir nochmal die Chance, hier hinzukommen? Klettern wir erstmal hier oben auf. Halli, hallo, liebe Freunde. Nix. Das ist verdammt wenig. Mal, was sehe ich hier? Gebiet. Okay. Auch nix. Da war. Oh, fein. Machen wir es halt so. Ich sag's dir, wenn wir jetzt den Sprung verkacken, dann werde ich traurig. Ich bin nicht traurig. Seht ihr noch irgendwie sonst was im Nirien Plus? Nee. Okay. Wo ist der Stein wohl hergekommen? Hier rausgeholt? Ach. Keine Ahnung. Oh, my name is Kale. Kale. I'm a traveler like yourself. Oh, okay. I'm navigating the continent to create a map. Okay. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was something about a curse. How embarrassing, but I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Okay. I came to this land, Drangleic, the Lost Kingdom. Have you seen Majula? I've made it my temporary home. Well, inside the mansion, I found a string. I believe now I'm true. Yes. Yes. Ach, gib mir einfach den Schlüssel. Wonderful. Shame on you. Here, take this. What a joy to meet a. Ja. Incredible, really, isn't it? Oh, I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful. Okay. Irgendwie hoffe ich, dass diese Disturbing Noises vielleicht im New Game Plus ein bisschen was anderes sind als im normalen Game. Das sieht mir nach einem sicheren Tod aus. So,
Leider nicht springen darüber, aber hier runterfallen sieht mir nach einem sicheren Tod aus. Habe ich irgendwie nicht so viel Lust zu. Und ich muss sagen, das Gesabbel von Kale war jetzt irgendwie nicht so spannend. Das war irgendwie... Also, ich meine, Dark Souls NPCs sabbeln ja oft irgendwelchen kryptischen Kram, ne? Aber ich finde hier sowas zum Beispiel, das, also das ist ja nicht mehr wirklich irgendwie interessant kryptisch. Das ist ja einfach nur... Boah, ei. So, wir haben den Schlüssel zur Mansion, die uns potenziell egal ist im New Game Plus, aber vielleicht auch nicht, und das werden wir rausfinden. Will ich da unten noch irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Hier so, ne? Hier den Jumper? Oder den Runterfaller? Den Runterfaller, oder? Ja. Und dann... Ne, hier nicht. Hier fällt's nur runter, hier. Aha. Okay. Ordne ich mal die Kategorie muss nicht ein. Einfach so. So, wie komme ich jetzt am dümmsten wieder hier hin? Nicht hier springen vielleicht? Ah, okay, einfach hier. Ja gut, die Detour hätten wir dann fertig. Jetzt kommen wir zum Main Event. Sah der Himmel hier immer schon so orange da hinten aus? So, da haben wir unseren Turtle Dude. Ja. Halb Jahr. Ich dachte, wir wären weit noch weg, aber dem war nicht so. Also ich nach hinten fallen lassen, glaube ich. Was? Die hatte ich jetzt nicht als explodierend eingeordnet, weil die irgendwie nicht so halt so schwarz-schwarz aussahen. Die sahen irgendwie nicht so verrußt aus. Die sahen eher so braun aus, ne? Keine Ahnung. Explodieren die? Die explodieren auch, okay. Das habe ich dann wohl irgendwie falsch eingeordnet. Ich hätte eher gedacht, die explodieren nicht, weil die halt, halt nicht so schwarz aussehen, ne? So. Halt die. Ja, die sehen... Ja doch, also entweder ist das hier das Licht oder die sehen anders aus. Der hat keine Lust. Ja, komm, hauen wir mal zu, ne? Wir wollen das ja eh aufmachen. Ja. Dann du hier auch nochmal. Halli, hallo, hallöchen. So. Dann machen wir mal Diste. Dann bereiten wir uns mal eben kurz auf was vor. Wie ist das denn? Okay. Nee, wir bereiten uns jetzt mal eben kurz auf was vor. Und zwar mit Hilfe von... Mit Hilfe von was eigentlich?
Denial. Genau. Mit Hilfe von Denial bereiten wir uns jetzt auf was vor. Aber erst wir zurück nach Majula zum Blacksmith. Dann gucken wir, ob wir unseren Schild nicht ein bisschen upgraden können. Ja. Machen wir. Ali, hallo. Ja. Job, job. Was hat der denn hier so? Hat der eine Kiste? Der hat eine Kiste. Bitte sei keine Mimik. Oh Mann, ey. Ist ja eine Mimik im Game gefunden und jetzt paranoid. Ja, und das machen unsere Helden dann auch. Aber bevor wir dann gleich weitermachen, wie wäre es denn mit einem Ring auch tatsächlich für den Kampf geeignet? Zum Beispiel, wie viel bringt der dann? Wir haben 1631 HP mit dem Life Ring plus 3 haben wir. Oh, ist ja doch schon ein bisschen was, ne? Auf der anderen Seite ist das aber auch irgendwie in dem Game ein bisschen trivial. Und deswegen benutzen wir was anderes. Maybe? I don't know. Upgrade unseren Schild. You stand back. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are another useless traveler. Wow. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Ooh. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Ohne uns flirtatious vagabonds hättest du keinen Job, du Hammel. Quick. Also halt mal die Backenstelle hier. Genau, reinforce. Was habe ich gesagt? Den Schild. Der ist wahrscheinlich da dabei, ne? Wo ist er? 85,3. Das ist ja eigentlich, ja. Titanite Shards haben wir genug, ne? Ja, wir machen mal. Titanite Shard? Ja, machen wir auch. Wollen wir noch weitergehen gerade? Wollen wir vielleicht gucken, ob wir noch irgendwas anderes upgraden mögen? Vielleicht eine Rüstung hier? Vielleicht unseren Banditenkram? Machen wir. Ein bisschen zumindest. Auch wenn es nicht wirklich viel bringen wird. Aber es ist der Gedanke, der zählt. Machen wir bis zur nächsten Stufe hier, bis wir Ladsteineinschalts brauchen. Na, machen wir noch einmal weiter. Einmal weiter machen wir noch. Ja, plus 4 klingt ja besser als plus 3. Jo. Alles klar. Okay. So. Wir haben. Ja, ich meine, der Schild sieht ja eigentlich ganz okay aus. Ne? 88% ist. Es ist jetzt halt kein 100%iger Physical Resistance Shield, aber ich meine. Scheiß der Hund drauf. So, wir sind jetzt auch schon wieder ein bisschen länger am Spielen, ne? Weil wir auch bei den Giants unten im Black Gulch richtig reingekackt haben. Das hat ja ewig gedauert. Warum bist du noch hier? Oh. It's high time that
Hey, warte mal. Bist du jetzt weg? Du bist ja immer noch da. Hey. Ich habe keine Ahnung, warum die immer noch hier ist. Okay. Bevor wir auf diese Plattform gehen, will ich so wenig Damage wie möglich fressen. Das heißt, wir snipen einmal kurz alles hier weg. Damit wir auch gleich da oben auf der Plattform ungestört sein werden. Ja, sehr schön. Ich habe keine Ahnung, ob man den vergiften kann. Und ich werde wahrscheinlich auch keine Arrows während des Fights benutzen. Also. Aber man kann sie aber trotzdem irgendwie ausrüsten, falls da irgendwas passiert. Hat der Kollege Bock? Okay. Oh. So. Er hat auf uns geschossen. Da unten jemand, glaube ich, dann ist es egal. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob man den hier gleich killen kann. Ich habe es nämlich nie ausprobiert. Mal gucken, was passiert. Haben wir vielleicht? Wir haben hier so einen Bright Bug, ne? Inflict more damage, receive less. Hab ich noch nie benutzt. Den werde ich jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Ganz einfach, weil wenn man die scheiß Items schon hat, kann man sie ja wohl auch mal benutzen, ne? Sind hier schon die Ads auf dem Boden? Ja. Und die Ads sind hier schon. So, hier haben wir den ersten Ich sag jetzt einfach mal nichts. Der Grab ist so ein bisschen delayed. Das fand ich nicht okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der hier direkt mit dem Grab anfängt. Aber gut, den erkenne ich jetzt. Passiert mir hoffentlich nicht nochmal. Wo ist das? What the fuck? Das kenne ich ja gar nicht. Sowas kann der? Ich habe gedacht, da hätte ich reingeschissen. Ah, oh. Da jetzt aber. Ja, den habe ich kommen sehen. Ich will nicht sterben. Denn den hier hat man, glaube ich, nur einmal die Chance zu bekämpfen. Deswegen will ich den hier gerne töten. Auch wenn ich mich gerade richtig dumm anstelle und ich glaube, sterbe. Fucking Christ. Scheiße. Das ist jetzt doof. Ich hoffe, wir haben nochmal die Chance, den hier zu bekämpfen. Ich weiß nämlich nicht, ob der irgendwas droppt. Wenn man den hier macht. Das würde mich aber schon mal interessieren. Ich hoffe, wir kriegen nochmal die Chance. Ich glaube aber nicht. Es sei denn, ist es anders im New Game Plus als im normalen Spiel. Kann natürlich sein. Wäre cool. Mich würde es nämlich interessieren.
Ah, ich kann hier nicht hauen. Das finde ich doof. Sonst explodiert ja alles. Okay, der Ring ist komplett nutzlos. Warum habe ich den hier überhaupt an? Wir brauchen mal irgendwie so einen richtigen vierten Ring, ne? Ich wechsle die ganze Zeit den Ring durch. Und dass es mir irgendwas bringt. Ja, Ring of Blades. Nehmen wir den da. So, kriegen wir nochmal die Chance, gegen den Pursuer hier zu kämpfen. Ja, da fahr. Hau mal zu. Oh oh. Oh oh. Wir haben den Angriff nicht durchbekommen. Da war der schneller als wir. Oh oh. Okay, ein bisschen lucky. Mit ein bisschen meine ich sehr, aber hey, wir nehmen es. Kriegen wir nochmal die Chance oder nein? Ich glaube nicht. Nee, jetzt kommen nur die Ads. Scheiße. Naja, auf der anderen Seite ist es fuck. Alter. Naja, auf der anderen Seite ist es halt auch nicht so, als würden wir irgendwie den Pursuer nicht noch oft genug zu Gesicht bekommen. Von daher nicht so schlimm, dass wir den jetzt hier nicht machen konnten. Oh oh. Hey. Ein bisschen traurig bin ich jetzt schon, muss ich zugeben. Hätte ihn gerne erledigt hier, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber man kann wohl nicht alles haben, dass vielleicht ist das dann so ein. Hä? War da was? Vielleicht ist dann so ein Ding für New Game Plus 2? Mal gucken. Ja genau. Oh, okay, hier haben wir ein Phantom. Okay, okay, okay. Ich bin auch so ein Dödel, ne? Ich habe extra Denial hier mitgenommen für den. Und dann benutze ich es nicht mal. Natürlich nicht sonderlich clever von mir. War hier nicht gerade noch so ein zweites Phantom? Ah, da hinten ein. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja gut. Oh, noch einer. Bam. Bam. Jo, okay. Hier irgendwas los? Ja, da haben wir die beiden. Da ist. Wow. Da ist noch so ein Phantom drin. Oh, ein Phantom Ninja Turtle. Da hat schon ein bisschen HP, ne? Lässt sich auch nicht staggern von uns. Oh oh, der war dumm.
Soweit, so gut. Möchte hier sonst noch irgendwie jemand was sagen? Ja, du da? Okay. Mal sehen, wir haben hier einen Lockstone. Ich glaube, wir haben 4 oder 5. 4. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich hoffe, irgendwas nützt hier ist. Ich habe so das Gefühl, dass das Fallen sind. Nee. Titanite Slab auch noch. What the fuck? Auch keine Falle. Okay. Ja, für den Titanite Slab hat sich ja schon eigentlich fast gelohnt, oder? Bringt uns das irgendwas, wenn wir die anzünden? Nee. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke. Danke. Ah ja. So funktioniert also Licht. Das ist ja interessant. Falle? Nee. Ja, gut. Wie konnte man in Dark Souls 2 nochmal sehen, ob das eine war oder nicht? In 3 ist es ja relativ einfach. In 2 bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. In 3 waren es ja einfach nur irgendwie so Ketten, ne? Also. Hui! Nee, lass mal bitte. Vergiftet war ich schon oft genug. Im Black Gulch muss ich jetzt nicht nochmal haben. Okay, da gehen wir gleich hin. Ach komm. So, hier haben wir 2 Hollowed-Typen, die noch im Krieg feststecken. Die, ich sag jetzt mal so, die haben PTSD. Und hauen hier auf diesen toten Giant / Baum ein.
So. War hier nicht eine Leiter? Nee. Da war eine, okay. Guckt euch die beiden an, ey, wie sie da stehen. Joink. Und joink. Irgendwo hier war was. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Na gut, überredet. Ups. Das war alles. Gut, gut. Dann. Wo wollen wir zuerst lang? Wir wollen zuerst hier lang. Ich explodiere nicht. Ey, bin ich ja kein Freund dieser Speer-Lanzen-Typis. Die finde ich gänzlich unsympathisch. So. Hier ist, glaube ich, eben noch ein. Ja, da ist noch ein Ninja Turtle-Freund. Oh oh. Geheim, Alba. Sicher, sicher. Genau so. Okay. Ja, ja. Da oben erwartet uns ein Ambush. Spoiler Alert, Spoiler Alert. Ein Ambush erwartet uns hier gleich. So. Haben wir das auch geregelt? Den Schlüssel hierfür noch nicht, ne? Nee. Ich denke mal, so eine verschlossene Tür. Ja, kann man natürlich auch nicht kaputt machen. Wäre sonst auch ein bisschen sinnlos, ne? Dann bräuchte sie auch die Tür gar nicht. Aha. War hier nicht noch was? Ich hätte schwören können, auf der rechten Seite war auch noch irgendwie was. Aber dem scheint nicht so. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht, dann gehen wir. Ja, das machen wir noch, ne?
Und dann gehen wir noch einmal runter. So, wie kann man denn hier beschwören? Seltsor. Ach, da ist er wieder, ne? Den kennen wir ja, den kennen wir ja. Glaube ich. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Den kennen wir. Was hatten wir denn hier? Warte mal. Was hatte ich denn hier? Ach so, nee, was hatte ich denn hier für ein Item? Hey. Scheiße. Ich weiß es ja nicht mehr. Irgendwas hatte ich doch hier. Anstelle halt des Dingens, ne? Hey, wieso kann ich mich nicht dran erinnern, was hier für ein Item drauf war? Dann gehen wir mal logisch an die Sache ran, ne? Wir haben hier dette. Ich weiß, logisch wäre natürlich hier Old Radiant Gem, aber den hatten wir ja nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Das hier, Grand Repair Powder. Oh, okay, Repair Powder. Ja, gut. Brauchen wir eher nicht. Wir haben ja sowieso den Zauber auch dabei. Na gut. Dann kann das wohl erstmal leer bleiben. Oder wir packen das dahin. Gut, dann hätten wir jetzt vor uns den, ja, ich meine, also ersten Boss, würde ich jetzt fast sagen, ne? Den ersten Boss des Spiels. Wobei es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen ist, weil, ne, also wir machen den jetzt nicht als ersten Boss. Von daher ist es natürlich immer schwierig zu sagen, was ist jetzt als erste, die erste geplante, das erste geplante Areal gewesen. Kann man den Boss hier als ersten richtigen Boss bezeichnen? Ja, keine Ahnung, ne? Das kann sich jeder irgendwie aussuchen, wie er will. Ob er dazu sich irgendwie äußern möchte. Es war beim ersten Mal, dass ich gespielt habe, tatsächlich nicht der erste Boss. Ja, jetzt halt nicht, ne? Ja gut. Dann, without further ado, bin ich ein bisschen traurig, weil, den wir gleich töten, das macht mich ein bisschen traurig wegen der Lore, ne? Ich finde, das passt gerade ganz gut, der Ausdruck. Ja. Ne, also seit Kriegsende hier irgendwie drin gefangen, hat allerlei Waffen in sich stecken, das ist bestimmt auch irgendwie scheiße. Wäre ich glaube ich auch ein bisschen pisst. Aber vielleicht kann der ja in New Game Plus irgendwie interessante Sachen. Oh oh. Wir hätten nicht nochmal draufdrücken sollen. Das war eine dumme Idee. Eile mit Weile und so, ne? Kennt man ja. Soll ich mich vielleicht auch mal dran halten? Mal gucken, ob Denial überhaupt funktioniert. Ich habe erst auch nicht, wie lange das hält. Also das ist jetzt so ein bisschen mal ausprobieren. Ja, eine Attacke zu viel. Der Klassiker. Jetzt hat er sich gerade den Arm ausgerissen und greift mit dem jetzt an. Wenn man nur zwischen seinen Beinen hoppt, dann sieht man das nicht. So erkennt man das ganz gut. Finde ich ganz cool eigentlich. So die Desperation, dass der
sich halt das eigene, die eigenen Gliedmassen. Ernsthaft, das hat den jetzt nicht getötet. Macht er noch irgendwas Cooles? Ich warte mal noch so ein bisschen. Scheint nicht irgendwie noch wirklich was anderes machen zu können, oder? Nur so ein bisschen rumhauen hier. Ja gut, dann beenden wir es mal. Tut mir leid, Last Giant, aber vielleicht ist es besser so. Jetzt haben wir auch den Soldier Key. Wir haben Soul of the Last Giant, das ja. Ja. Können den immer noch beschwören? Ist ja interessant. War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, aber mal gucken. Okay. Naja. Jetzt haben wir den Soldier Key. Der nicht hierfür ist. Ja gut. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Ist das da ganz rechts in dem Buff? In der Buffbar, ist das Denial? Ist das quasi. Ja, wir blinken ja auch noch so, ne? Das ist das. Also bleibt es dann die ganze Zeit bestehen? Oder wie darf ich das mir das vorstellen? Timet das nicht aus? Oh, what the fuck? Hallo Leute. Wie weit kommt ihr mit? Kommt ihr raus? Ja. Wow, 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 wow. Okay, die haben viel HP. Wow, shit. Ist noch einer. Irgendwie sehe ich gerade mein Leben an mir vorbeiziehen. Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. wieso waren die denn wieder da? Ach so, oh, scheiße, weil ich am Passier gestorben bin. Ich würde gerade sagen, wann haben wir denn resettet? Warum sind die wieder am Leben? Aber wir haben ja... Wir sind ja am Passier gestorben da oben. Ja gut, das ist ein Argument, das lasse ich mal so stehen. Scheiße, habe ich voll nicht dran gedacht. Aber gut. Jetzt weiß ich, jetzt ist alles klar. Noch jemand, der uns in den Rücken fallen könnte? Ja, hier glaube ich nicht, aber vorsichtshalber machen wir mal. Ich glaube, mit den zwei Phantomen werden wir genug zu tun haben. Da brauchen wir nicht auch so einen noch dabei. Wir waren ja doch ziemlich tanky. Du bist doch bestimmt eine Mimik. Nein. Okay. Auch keine Falle. Ich bin überrascht. Okay, wir versuchen die nochmal. Diesmal mit Denial. Was man doch austimen kann. Noch lange dauert. Die haben aber echt viel HP, ne? Guck dir da an.
nur noch zwei von denen, ey. Kommt mal über die Brücke mit, Leute. Vielleicht kann ich euch hier runterstoßen. Oder andersrum. Ah, ah. Chillt mal eben, bitte. Night Landings plus 5. Das ist ja nicht schlecht, ne? Mimic? Nein. Okay. Der Bursche hier, der will ja nichts, ne? Wow, okay. Ich bin zu nah an dem vorbeigegangen. Tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Wow, wow, wow. Hey. 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 Casten kann ich auch. Produce the symbol of the king. Ja, das haben wir noch nicht. So. Wir sind schon fast 2 Stunden unterwegs. Ne? Das wird wieder richtig groß, die File Size. Ja, genau. Okay, also, wir porten noch mal eben kurz zurück. Ups, das wollte ich. Wir porten noch mal eben kurz schnell zurück. Und dann werden wir den Pursuer versuchen. Einmal. Ja. Versuchen, den einmal zu machen. Wenn das nicht klappt, mache ich aus. Und mache den halt morgen. Ja. Das ist der Plan. Ja. Okay, also. Auf zum Pursuer. Ah, ah. Kommen die nicht mit? Oh, okay. Aber der Freund hier. Oh shit, der haut noch ein 4. Mal zu. What the fuck? Damit habe ich ja jetzt nicht wirklich gerechnet. Der war echt delayed. Oh je. Ich habe vergessen, Backsteps gehen ja bei der Rüstung nicht. My bad. Nicht nochmal, nicht nochmal. Uiuiui, Junge, Junge, Junge. Okay. So, der Freund hier muss verschwinden. Okay. Der lebt doch bestimmt auch, ne? Ja. Okay. Ist mir zu gefährlich, das zu looten, dabei sterbe ich dann bestimmt.
Ungefähr deswegen, ja, so habe ich mir das gedacht. So. Einen Pursuer-Attempt mache ich jetzt. Danach gehe ich definitiv ins Bett, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Hätte ich gerade nicht so rumgealbert, hätten wir den ja auch gekriegt, ne? Aber hätte, hätte Fahrradkette und so. Hier kann man nicht drüber springen, das finde ich schade. Das sieht nämlich so aus, als würde man es können. Bei. Oh. Okay. So, mit minimalem Schaden hier hingekommen. Mehr oder weniger minimal. Bis auf der, ja, bis auf den Ninja Turtle. Okay. Ja, gut. Ja, man kann ja auch die Ballisten gegen den Pursuer benutzen. Habe ich nicht vor. Ich überlege gerade aber, ob wir vielleicht die andere Waffe nutzen, weil die ein bisschen schneller ist. Für das Hit and Run gegen den wäre das bestimmt eine ganz dürfte Idee eigentlich. Deswegen machen wir das mal so. Ja. Ja. Dann casten wir einmal kurz Denial vor dem Fight. Und dann gehen wir rein. Ja. Da ist er wieder. Denkt sich bestimmt, scheiße, warum ist die wieder hier? Die habe ich gerade nicht umgebracht. Aber wir denken uns, ey. Arschloch, du hast uns gerade umgebracht. Schon mal ein besserer Start als gerade, ne? Ah, oh. Ah, oh, habe ich gedacht, ich hätte verkackt. Wir spielen diesmal smart. Das widerstrebt mir eigentlich. Normalerweise spiele ich immer sehr gerne dumm und hau gerne 2 bis 3 Mal zu. Und deswegen werde ich immer getroffen. Aber wir reißen uns diesmal mal am Riemen. Ui. Also da hätte ich mich eigentlich getroffen gesehen. Okay, der ist uns reingedodged. Ja, ich bin ja in manchen Zirkeln bekannt dafür, den Pursuer nicht zu mögen. Und der Grund dafür ist, dass ich den Kampf richtig langweilig finde. Weil wenn man es halt quasi, also ich sag jetzt Anführungszeichen, richtig machen will, dann ist das halt immer so ein einmal zuschlagen, abhauen, einmal zuschlagen, abbauen. Das finde ich eigentlich wieder relativ langweilig. Aber na gut. Ah, da haben wir noch mal so einen Kollegen. Ah, okay. Wie machen wir das? Ich habe ja gesagt, ich wollte direkt hier nach aufhören, weil ich richtig müde bin und mir die Augen brennen wie Sau. Aber da unten ist ja auch ein Set.
Ja. Da unten ist ein Rüstungsset. Da oben ist das Nest. Okay, wir holen schnell das, wir holen schnell die Items und dann gehen wir zum Nest. Und dann machen wir aus. Das klingt doch nach einem Plan. Okay. Dragon Lakes Set. Ja. Der ist ja. Der ist ja drauf. Was geht mit dem ab? Er hat. Er hat dem damit ins Müsli gepinkelt. Wollen wir das? Nee. Wir haben noch 4 Arrows left. Ach du Scheiße. Ah, ich. Müssen wir müssen welche kaufen, ne? Das geht ja gar nicht. Wie sie? Ja, dann zauber ich den Tod. So, der macht uns jetzt fertig. Ich finde den Angriff so geil. Ich liebe dieses Schwert. Hey! Arschkopf! Gut, gut. Dann wollen wir mal. Nicht, dass uns noch irgendwas passiert hier. Ich meine, sollte ja nicht, ne? Ich meine, hier ist alles tot. Was war das denn jetzt für ein Dong? Ich meine, Dragon Lake war bestimmt auch mal irgendwie ein schönes Königreich und so, ne? Aber das ist wohl lange her. Das ist wohl lange her. Heute interessiert es keinen mehr. Bis auf uns. Okay. So, dann war's das hier für diesen Part auch schon. Wir lassen uns jetzt noch immer greifen. Oh, es ist 3:33. Das ist doch schön. Jetzt nicht mehr, schade. Au. Lost Bastille. Alternativer Eingang zur Lost Bastille. Human Effigy. Und hier sollte ein Dull Ember drin sein. Richtig? Richtig. Okay. So, dann machen wir es folgendermaßen. Wir nehmen das Bonfire hier. Setzen uns hin. Und dann war's das. Und dann war's das. Ja, das war's. Beim nächsten Mal machen wir dann die Lost Bastille weiter. Wir gucken, ob ich mich erinnern kann, wie man zu den Gargoyles kommt. Und dann gucken wir mal, was sonst noch so passiert. Save and quit game. Jawohl, danke. Okay, ja, dann war's das jetzt. Wir haben wieder 2 Stunden hier im Game verbracht. So, ich muss ehrlich sagen, im New Game Plus bis jetzt, es macht mir das eigentlich schon so ein bisschen Spaß.
Ich bin positiv überrascht. Auch wenn es natürlich jetzt, ja, nicht mehr die größte Challenge ist, ne? Aber ich meine, das ist ja eigentlich egal. Macht trotzdem Spaß. In diesem Sinne, bis demnächst.